Ja, wir haben heute sehr interessante Themen. Dieses erste Thema mit Mobilfunk ist so auch mein Thema. Das hat bei mir was ausgelöst und ich bin ein bisschen mitverantwortlich für die Büchertische der AZK. Ich möchte auf zwei Themengebiete noch ein bisschen speziell hinweisen, auf das Material, das hinter aus liegt. Und ich muss natürlich jetzt beim Mobilfunk beginnen. Also das war die erste AZK 2008 und da war der Uli Weiner und der Dr. Scheiner hier und das hat in mir was ausgelöst, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt hier was tun. Ich habe dann mir überlegt, ich wollte einfach sagen, es braucht irgendwie eine Broschüre, die unters Volk muss, die zu den Menschen kommen muss, dass sie diese Informationen bekommen. Da habe ich mich festgemacht einfach. Ich habe gesagt, ich warte nicht auf irgendjemand, sondern jetzt möchte ich da selber was machen. Ich habe dann meine Arbeitszeit reduziert und habe mich mit Mobilfunk dann eine Broschüre verfasst. Und möchte einfach mal noch ergänzendes Material jetzt vorstellen zum Mobilfunk. Und vielleicht können die Technik jetzt mal einblenden, diese Broschüre. Mobilfunk, die verschwiegene Gefahr. Ich habe es verschwiegene Gefahr genannt, genauso wie es die Frau Kern gesagt hat, weil diese Dinge einfach verschwiegen werden. Und das hat es in mir ausgelöst. Und wir haben dann später auch noch einen Dokumentarfilm gedreht mit dem gleichen Titel dann. Aber um das vorzustellen, habe ich es jetzt so gemacht, ich stelle verschiedene Produkte vom Büchertisch vor. Ich habe immer einen Kernsatz. Mobilfunk ist der größte Freilandversuch aller Zeiten an der menschlichen Gesundheit. Das ist ein Satz, den ich jetzt mal rausgenommen habe aus dieser Broschüre. Dann kam der Film. Ich glaube, zwei Jahre später etwa, auch dort habe ich mal einen Satz rausgenommen, der geht 60 Minuten. Der vom Menschen als unbedenklich erklärte Grenzwert liegt um das Billionenfache über der natürlichen Strahlung. Ist der Mensch so intelligent oder die Natur so dumm? Also das ist Material zum Mobilfunk und dann haben wir auch noch Ausgaben von Stimme und Gegenstimme, unter anderem eine Ausgabe zu G5. Die haben wir dann so Themenbündel gemacht, wo verschiedene Ausgaben auch zusammen mitgenommen werden können zu diesem Thema. Gut, soviel zum Mobilfunk. Dann werden wir später noch ein Thema haben, das würde ich gerne auch noch aufgreifen, wo wir ergänzendes Material haben. Das ist das Thema Sexualisierung. Und da gibt es eine Broschüre dazu von besorgte Eltern. Die heißt Die verborgenen Wurzeln der modernen Sexualaufklärung. Auch wieder ein kleiner Kernsatz, ein Satz aus ein Zitat von Friedrich Engels. Die Durchsetzung der sozialistischen proletarischen Diktatur erfordert erstens die Beseitigung des Mittelstandes, zweitens die Zerstörung der Familie, drittens die Ausschaltung der christlichen Religion, wodurch? Durch allgemeine Sexualisierung. Dann gibt es eine DVD noch zu diesem Thema. Das ist die DVD Sexzwang, das ist ein Dokumentarfilm vom Ivo. Diese Dokumentation von Ivo Sasek ist ein Aufruf an die Justiz. Keinerlei Pornozugang mehr für Kinder, Totalverbot für sexuelle Versuchung und Belästigung unserer Kinder. Auch dort haben wir so ein Themenbündel gemacht mit verschiedenen Ausgaben zu diesem Thema von Stimme und Gegenstimme. Und dieses Material, das ich jetzt erwähnt habe, gibt es auch in verschiedenen Fremdsprachen, also Englisch, Französisch, Russisch, Niederländisch, Spanisch, Polnisch, Rumänisch. Der Clou ist, dieses Material, das ich jetzt hier vorgestellt habe, das könnt ihr kostenlos mitnehmen. Das ist an der AZK so. Und ich kann auch sagen, wir geben dieses Material von ganzem Herzen frei weiter. Und wie ist es möglich? Hat die AZK irgendwo einen Scheich in der Hinterkant, einen riesen Sponsor? Nein, aber ich denke, wir haben ein Geheimnis entdeckt. Und das könnt ihr zum Beispiel entdecken, hier auf der AZK beim Auf- und Abbau. Das könnt ihr entdecken an der kostenlosen Verpflegung. Und das könnt ihr entdecken zum Beispiel am Büchertisch. Wenn wir zusammenwirken, wie ein Team, können wir Berge versetzen. Und dadurch wird die Macht dieser Finanzeliten gebrochen.
Und jetzt möchte ich auch noch dieses Geheimnis noch auf den Punkt bringen, auch mit dem Kernsatz. Nicht durch Geld wird es gemacht, sondern durch unser Mitwirken. Weil, dass wir jetzt alle dieses Material kostenlos mitnehmen können, da waren Menschen da, die haben an sogenannten Praxistagen, zum Beispiel in 3 Stunden 1000 Broschüren gemacht. Oder hunderte DVDs kopiert. Oder zum Beispiel auch eine Sendung von KlarTV gedreht. An regionalen Praxistagen, die auch in eurer Nähe stattfinden. Und das ist irgendwo dieses Geheimnis, dieser Clou. Es gibt nicht nur eine große AZK, sondern ich möchte mal sagen, es gibt so kleine Praxis-AZKs, ganz in eurer Nähe, wo man auch sich einbringen kann, mitwirken kann. Und wer einfach jetzt innerlich auch, wer da spürt, ey, ich möchte auch Mitwirker sein, ich möchte irgendwo auch mithelfen. Für den haben wir am Büchertisch kleine Talons vorbereitet, die man ausfüllen kann. Und könnt es vielleicht auch mal, da gibt es auch verschiedene Termine. Und ihr könnt euch dort einfach anmelden und dann kommt jemand auf euch zu aus eurer Nähe. Also ihr müsst da nicht 2 Stunden fahren, sondern es kann sein, dass ein Praxistag vielleicht nur 10 Minuten von euch entfernt stattfindet. Das sind auch die Termine und ihr könnt euch dann am Büchertisch informieren. Und wir freuen uns über jeden Mitwirker. Und das ist das Geheimnis, dass diese Macht der Finanzeliten gebrochen wird. Vielen Dank.